Ja, wir haben bemerkt, dass viele noch gar nicht wissen, was genau hier am Wiener Heldenplatz eigentlich gebaut wird. Und der Umzug, die Sanierung des Parlaments, die geht jetzt in die finale Runde. 2020 ist es dann soweit, dass hier fertig saniert wird. Und am prägnantesten sind ganz klar die beiden Pavillons hier in der Mitte, die Reiterstatue Erzherzog so Karl. Die kennt man aber links und rechts davon, die beiden baugleichen, bauidentischen Pavillons. Zu meiner Linken, das ist der Pavillon Ring, da werden dann unter anderem die Geschäftsräume des SPÖ-Clubs sein. Und zu meiner Rechten der Pavillon Burg, da werden dann die Geschäftsräume unter anderem der ÖVP sein. Ja, jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Das, was am meisten auffällt an diesen Pavillons, das sind ganz klar die Schriftzüge, die daran angebracht sind. Und das sind Auszüge einerseits aus der UNO-Menschenrechtscharta und andererseits aus der Bundesverfassung Österreichs. Ja, 9 Umzugstranchen gibt es insgesamt. Die erste, die startet am 23. Juni. Noch sind die Pavillons ja leer und man versucht, alles, was geht, vom Parlament hier rüberzubringen, also das gesamte Mobiliar. Natürlich gibt es einige technische veraltete Sachen, die neu angeschafft werden müssen, aber großteils. Und wenn dann 2020 das Parlament fertig saniert ist, dann werden hier wieder am Heldenplatz grüne Wiesen zu sehen sein. Ja, auch Teile der Hofburg werden für die Dauer der Sanierung selbstverständlich benutzt, um das Parlament für die nächsten Jahre zu ersetzen. Unter anderem der Bibliothekshof. Da werden die Nationalratspräsidenten ihren Sitz die nächsten Jahre bis 2020 haben. Und auch sehr interessant natürlich der Redoutensaaltrakt. Da wird der Plenarsaal derzeit aufgebaut und da wird schon ordentlich und kräftig gebastelt. Am Dienstag ist der Wappen Adler gekommen, also ein Ersatz, nicht das Original aus dem Parlament, sondern man hat es nachbauen lassen, etwas leichter gemacht. Und ab August kann man dann schon den Plenarsaal beziehen und da werden dann die Parlamentarier zukünftig in der Hofburg ihre Sitzungen halten.